Ah, komm schon, Twilight. Wir kommen noch zu spät zum Gruselnachtfest. Oh. Bist du dieser durchgeknallte Opa aus dem Ponyville-Seniorendorf? Ich bin Starswirl, der Bärtige. Erfinder des animorphischen Zaubers. Hast du das Buch mit der geheimnisvollen Einhorngeschichte überhaupt gelesen? Oh, das hört sich wichtig an. Gute Nacht, Angst gemacht. Hast du auch ein süßes gedacht? Hi, liebe Ponys. Tolle Kostüme. Fröhliche Gruselnacht, Granny Smith. Eigentlich wollte ich schon vor 5 Stunden im Bett liegen und mich ausruhen. Oh. Pipsqueak, der Pirat, stets zu Ihren Diensten. Das ist meine allererste Gruselnacht. Stimmt, du bist ja aus Trottingham. Genau, deshalb ist es meine erste Gruselnacht überhaupt. Genug geplaudert, Zeit ist Zucker. Pinkie Pie, bist du nicht schon ein wenig zu alt? Zu alt, um Süßigkeiten einzusammeln? Niemals! Gefällt es dir? Ja, super Kostüm, Twilight. Du siehst wirklich aus wie ein abgedrehter Clown. Ein Clown? Sieh dir nur mal das Muster auf diesem Mantel an. Das sind Hufstickereien. Ein tolles Kostüm. Opa. My little pony, my little pony. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich. Zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys. Meine allerbesten Freunde seid ihr. Starswirl, der Bärtige, ist ja nur der wichtigste Zauberer des letzten Jahrhunderts. Er hat mehr als 200 Zauber erfunden. Seine magischen Werke füllen sogar ein ganzes Regal in der Bibliothek. Ich sollte eine Ponygruppe gründen und sie in Geschichte unterrichten. Wetten, alle Ponys fahren darauf ab? Was meinst du, Spike? Ja, super, klar. Hey, sieh mal, wir sind schon da. Hast du Lust, etwas zu essen? Twilight, Twilight, das ist unsere Ausbeute. Ist das zu fassen? Sind wir zu Cheerily nach Hause gegangen. Da haben wir noch mehr gekriegt. Stimmt doch, Pip? Ganz genau. Aber dann mussten wir aufhören und auf Granny Smith. Rainbow Dash, das war nicht sehr nett. Entspann dich, alter Mann. Dieser Abend ist dazu da, anderen Streiche zu spielen. Aber sieh dir mal Spike an. Ach, das war doch nur Spaß. Oh, 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 da ist noch eine Gruppe. Fröhliche Gruselnacht, Applejack. Hallöchen, Spike. Hey, Twilight. Cooles Kostüm. Danke, ich bin ein Drache. Sie meint mich, Spike. Du trägst einen Bart, also bist du wohl sowas wie ein Country-Music-Sänger. Wo ihr schon mal hier seid, habt ihr Lust, nach einem Apfel zu tauchen? Danke, liebe Ponys, und willkommen zum jährlichen Gruselnachtfest. Ja! Und jetzt folgen alle kleinen Ponys, die so fleißig Süßigkeiten gesammelt haben, unserer Freundin Sikora. Sie erzählt euch die Legende von Nightmare Moon. Die Gruselstimme würde in einem anderen Kostüm viel besser funktionieren. Heute Nacht will kein Pony ruhen. Ich erzähle euch von Nightmare Moon. Kleine Ponys, aufgepasst. Wisst ihr, warum die Angst euch erfasst? Die Gruselnacht in schwarzer Dunkelheit.
ist unheimlich. Bringt euch in Sicherheit. Jedes Jahr sind wir im Kostüm versteckt, damit sie uns auch nicht entdeckt. Kinder, eins dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Nightmare Moon will euch alle auffressen. Vor Hunger sind ihr die Ponys einerlei. Sieht sie euch nicht, fliegt sie vorbei. Wenn sie heute kommt und die Luft ist rein, kann Equestria noch ein Jahr sicher sein. Sekora? Wenn wir Kostüme tragen, damit uns Nightmare Moon nicht sieht und damit sie uns nicht verschlingt, wieso müssen wir ihr dann etwas von unseren Süßigkeiten abgeben? Eine sehr gute Frage, mein kleiner Wicht. Nightmare Moon beleidigen darf man nicht. Füllt ihr Bäuchlein mit leckeren Dingen, denn sonst kehrt sie zurück und wird euch verschlingen. Hallo, wir schmeißen hier ein paar Süßigkeiten hin und verschwinden. Der Albträume. Stattdessen sind wir ein Pony, das sich nach eurer Liebe und Bewunderung sehnt. Gemeinsam machen wir aus dieser furchtbaren Feier ein fröhliches und leuchtendes Fest. Habt ihr gehört, Ponys? Nightmare Moon hat gesagt, dass sie uns alle frisst. Was? Nein, Kinder, nein! Es gibt keinen Grund mehr für euch, uns zu fürchten. Freudenschreie sind das, was eure Prinzessin begehrt. Und keine Angstschreie. Bürgermeisterin, die Prinzessin der Nacht ist angekommen. Aber was ist denn nur mit euch? Na schön, dann ist es eben auch egal. Wir verzichten auf eine königliche, huldvolle Verabschiedung. Ich werde mal mit ihr reden. Du kannst nicht mit ihr reden. Sie ist Nightmare Moon. Nein, ist sie nicht. Die Elemente der Harmonie haben sie zurückverwandelt. Sie ist gut. Sie hat nur nach 1000 Jahren Schwierigkeiten, sich wieder anzupassen. Prinzessin Luna? Hi, mein Name ist... Starswirl, der Bärtige. Vorbildliches Kostüm. Es hat sogar goldene Glöckchen. Wie schön. Vielen, vielen Dank. Endlich erkennt jemand mein Kostüm. Ich bin gekommen, um dich auf unserem Fest zu begrüßen. Mein richtiger Name ist... Twilight Sparkle. Du hast die Macht der Harmonie angewendet und uns unserer dunklen Kräfte beraubt. Und das war doch auch gut so, oder? Aber natürlich, seitdem sind wir wieder glücklich. Merkt man das denn nicht? Also irgendwie klingt es trotzdem, als würdest du mich anschreien. Das ist die traditionelle königliche Canterlot-Stimme. Es ist Tradition, das royale Wir zu benutzen. Und mit lauter Stimme zu sprechen, wenn wir mit unseren Untertanen reden. Weißt du, das könnte vielleicht der Grund dafür sein, warum du hier mit gemischten Gefühlen begrüßt wirst. Ich denke, wenn du ein wenig zurückhaltender wärst, würdest du mit mehr Freundlichkeit empfangen werden. Ich? Zurückhaltend?
und vielleicht nicht so laut. Oh, wir waren jetzt seit 1000 Jahren eingesperrt und wir sind nicht ganz sicher, ob wir das können. Keine Angst, Prinzessin. Fluttershy kann dir gute Ratschläge geben. Sie ist sehr zurückhaltend und spricht mit süßer, leiser Stimme. Verschwindet! Keine Süßigkeiten! Keine Besucher in der Gruselnacht! Fluttershy? Ich bin's, Twilight. Tatsächlich, du! Ah, und Nightmare Moon. Nightmare Moon! warte bitte hier. Fluttershy, erinnerst du dich an Prinzessin Luna? Sehr erfreut. Gleichfalls. Twilight Sparkle erzählte uns, dass du ein süßes, leises Stimmchen hast. Wir möchten dich bitten, uns beizubringen, genauso leise zu sprechen. Okay. Kann der Unterricht beginnen? Okay. Sollen wir deine Stimme nachahmen? Okay. Wie ist das? Perfekt, Schulschluss. Noch ein wenig leiser, Prinzessin. Wie ist das? Besser, oder Fluttershy? Oh ja. Und wie ist es denn jetzt? Ja, jetzt hast du es. Und wie ist es jetzt, Twilight? Ja, gut gelernt. Oh, ich danke dir, liebe Fluttershy. Mit unserer normalen Sprechstimme werden wir die Herzen der Ponys von Ponyville gewinnen. Fluttershy, du musst uns verstecken. Nightmare Moon ist hier und... Sie hat Fluttershys Stimme geklaut, damit sie nicht schreien kann, wenn sie gefressen wird. Nein, Kinder, wartet! Ich meine, nein, Kinder, wartet! Komm mit, Prinzessin. Zeit für Plan B. Das bringt doch nichts, Twilight Sparkle. Sie haben uns nie gemocht und sie werden uns auch nie mögen. Meine Freundin Applejack ist hier eins der beliebtesten Ponys. Ich bin sicher, ihr fällt schon was ein. Immer langsam, Freundchen. Applejack, die Prinzessin bräuchte ein paar Ratschläge, wie sie sich hier am besten einleben kann. Einleben? Wirklich? Ich meine, das ist doch ganz leicht. Eigentlich kommt es nur auf die richtige Einstellung an. Locker bleiben und locker positiv mit anderen spielen und Spaß haben. Spaß? Was ist das für ein Spaß, von dem du da redest? Verrate mir bitte, wozu das gut sein soll. Versuch mit diesen Spinnen das Netz zu treffen. Du kannst es auch, Prinzessin. Eurer Prinzessin gefällt dieser Spaß. Und wie können wir sonst noch Spaß haben? Feuer frei, Prinzessin! Haha, das macht ja doppelt so viel Spaß! Magst du vielleicht nach Äpfeln tauchen? Wir haben hier die besten Äpfel in Equestria, Prinzessin. Ich bitte dich, nenn uns doch mich. Luna, liebe Applejack. Hört mich an, liebe Ponys. Bitte, nennt mich ab jetzt alle Luna. Los, zeig mir deine Tauchäpfel. Hey, Mädels, wir suchen nach Pip. Wir haben ihn verloren, als wir das... Nightmare Moon verschlingt Pip Squeak. Aufgepasst, Ponys, rennt! Das ist gelogen. In Wahrheit ist deinem Po überhaupt nichts passiert, du undankbares Fohlen. Hört zu, liebe Ponys. Bitte fürchtet euch nicht. Wir wollten doch spielen und wir hatten Spaß. Reicht euch dieser Spaß nicht aus? Na schön, wie gefällt euch das? Komm ich dafür? Lauf doch nicht weg! Muss euch eure Prinzessin erst einen Befehl erteilen?
Du sollst doch nicht schreien. Nein, Twilight Sparkle. Wir brauchen die traditionelle königliche Canterlot-Stimme, denn wir haben etwas zu sagen. Da ihr euch entschlossen habt, eure Prinzessin lieber zu fürchten und sie mit dieser beleidigenden Feier zu entehren, befehlen wir, dass die Gruselnacht nicht stattfindet. Für alle Zeiten. So ein Mist, es lief doch eigentlich alles bestens. Luna war glücklich und jedes Pony in Ponyville auch. Jetzt sieh sie dir an. Aber ich wollte nächstes Jahr doch unbedingt ein Zombie gehen. Noch ist nicht alles verloren. Twilight, was hast du vor? Ich werde tun, was ich am besten kann. Sie etwas lehren. Das ist aber schade, jetzt habe ich doch schon ein Kostüm. Echt? Oh. Prinzessin! Lass mich allein, Twilight Sparkle. Prinzessin, es tut mir so leid, dass alles schiefgelaufen ist. Aber du kannst mir wirklich glauben, dass die Gruselnacht eines der beliebtesten Feste ist, das wir hier feiern. Ja, ich merke es vor allem an den Schreien der Bewunderung, wenn die Kinder vor mir weglaufen. Oh, Prinzessin. Nein, du wirst nicht kreischen und auch nicht quietschen oder schreien, okay? Okay. Ich möchte dir gerne etwas zeigen. Dir wird nichts geschehen, aber du darfst wirklich auf gar keinen Fall schreien. Versprichst du nicht zu schreien? Mhm. Pinkie Pie, du erinnerst dich doch noch an Prinzessin Luna. Ah, die Anführerin der verängstigten Kinder. Bist du hier, um mit mir Frieden zu schließen? Sie ist nicht mehr böse und unheimlich. Und sie hat garantiert auch nicht vor, dich zu fressen. Na ja, dann. Hä? Das weiß ich. Mann, Twilight, ich bin fast so groß wie sie. Wie soll sie mich da runterkriegen? Und warum rennst du dann immer vor ihr weg und kreischst? Manchmal macht es einfach Spaß, so richtig Angst zu haben. Spaß? Pinkie Pie, du bist wirklich ein Genie. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein Huhn. Prinzessin Luna. Ich habe herausgefunden, warum die Ponys immer noch Angst vor dir haben. Verzeih mir, wenn ich darüber jetzt nicht in Jubel ausbreche. Komm mit mir. Ich erkläre dir alles unterwegs. Oh Mann. Ich hätte nie gedacht, dass meine allererste Gruselnacht auch meine letzte sein wird. Komm, kleiner Pip. Nur nicht traurig sein. Die Gruselnacht muss noch nicht zu Ende sein. Wollen wir anderen Ponys Süßes geben? Dann lässt uns Nightmare Moon hoffentlich leben. Ja, kommt schon, kleine Ponys. Was wäre die Gruselnacht ohne Süßigkeitenopfer? Oder wollt ihr, dass Nightmare Moon euch doch noch frisst? Buhu! Diese Regenbogenperücke macht doch wirklich alles kaputt. Na kommt, Kinder, das wird bestimmt lustig. Leb wohl, Gruselnacht. Für alle Zeit. Ponys von Ponyville, es war klug von euch, mir diese Süßigkeiten zu bringen. Ich bedanke mich für eure Gaben, denn so kann ich diese Süßigkeiten fressen und euch verschonen. Ich bin nicht sicher, ob wir damit wirklich erreicht haben, was du vorhattest, Twilight Sparkle. Tja, abwarten. Und was? Ob die Kinder noch mehr schreien? Prinzessin Luna, du sagtest, das war unsere allerletzte Gruselnacht. Würdest du trotzdem im nächsten Jahr doch wiederkommen und uns alle erschrecken? Kleiner, wolltest du mir damit etwa sagen, dass ihr euch gern vor mir fürchtet?
Ja, das macht echt Spaß. Es ist gruselig, aber toll. Ach, wirklich? Ja, die Gruselnacht ist die schönste Nacht des Jahres. Na dann, denke ich, wir führen die Gruselnacht wieder ein. Oh, du bist für immer und ewig meine Lieblingsprinzessin. Sie hat Ja gesagt, Leute. Yay! Ha, sie mögen dich wirklich, Prinzessin. Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das ist für mich die wunderschönste. Ich meine, die wunderschönste Nacht aller Zeiten. Liebe Prinzessin Celestia, als du mich damals nach Ponyville geschickt hast, war mir Freundschaft fremd. Heute Abend traf ich ein Pony mit demselben Problem. Deine Schwester, Prinzessin Luna. Durch sie habe ich gelernt, dass Freundschaft auch ein Geschenk ist, das man anderen anbieten kann und dadurch selbst erfährt. Ich freue mich, dir erzählen zu können, dass ganz Ponyville gelernt hat, dass man in jemandem, der noch so einschüchternd oder furchteinflößend wirkt, ein ganz neues Pony und einen guten Freund entdecken kann. Und auch wenn ich mit meinem Star Swirl-Kostüm nicht so gut angekommen bin, war es trotzdem die schönste Gruselnacht aller Zeiten. Es wird mir nie gelingen, die Ponys in dieser Stadt zu verstehen. Jedes Pony, das ich gesehen habe, hat sich schick gemacht und mich komisch angestarrt. Und alle haben mich gefragt, ob ich nervös bin. Meinst du, sie haben vergessen, dass die Hochzeit erst morgen ist? Nein, vielleicht freuen sie sich ja auch nur genauso auf unsere Hochzeit wie ich. Tja, das wird ihnen aber peinlich sein, wenn sie merken, dass sie sich im Datum irren. Die Einladungen sind falsch gedruckt. Hier steht, unsere Hochzeit ist heute. Naja, der Druck war nicht so teuer. Jedes Pony der Stadt kennt dieses Datum. Die Prinzessinnen kommen auch. Siehst du, ich hab mit dir durchbrennen wollen. Oh je, das Buffet, die Blumen, die Musikanten. Wir müssen alles auf heute verschieben. Was? Wo ist meine Hochzeitsplanerin? Du hast den Druckpreis auf die Hälfte reduziert. Und dann hast du Einladungen mit dem falschen Datum an alle Ponys der Stadt geschickt. Muffin? My little pony, my little pony. My little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine ehrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Ich war ja sehr gespannt. Es tut mir leid, ich habe die Einladung wirklich vermasselt. Ich fühle mich ganz furchtbar, Doc. Das erklärt wohl, warum ich keine bekommen habe. Ich habe Cranky einen super Sonderpreis gemacht, aber deshalb musste ich auch ein Pony ohne Erfahrung an der Druckerpresse einsetzen. Oh, ich wünschte, ich könnte in die Vergangenheit zurückreisen und alles wieder gut machen. In die Vergangenheit zurückzureisen ist altmodisch, mein liebes Pony. Ich arbeite momentan an einer hochmodernen Methode, um endlich in die Zukunft zu reisen. Mein Lebenswerk, Jahrzehnte, eher Jahrhunderte der Forschung und Experimente und ich hatte es fast geschafft. Aber ich brauche doch einen Zauberspruch. Sonderbar, oder? Aber es gibt so viele Dinge, die man mit Magie nicht erklären kann. Und Wissenschaft und Mathematik, die wahre Magie sind. Wie das? Ist das schön? Ah ja, mein flammenloses Feuerwerk. Ich weiß nur nicht, wie ich es zünden kann. Wie hast du überhaupt gelernt, all diesen Kram zu erfinden? Ich studiere mein Leben lang die Wissenschaften. Seit einem äußerst dramatischen Erlebnis als junges Fohlen suche ich nach Wegen, den Sinn der Welt zu erfassen. Die Wissenschaft hat Erklärungen für Dinge, die wir niemals für möglich gehalten haben. Warum sind wir jetzt nochmal hier?
Oh, weil ich aus Versehen die Einladung für Crankies und Mathildas Hochzeit mit dem Datum von heute und nicht dem von morgen verschickt habe. Was? Beim wiehernden Hengst, das habe ich ganz vergessen. Ich muss noch meinen Anzug ändern lassen. Rarity! Rarity! Bitte! Du musst mir helfen! Ich habe mich vertan, also in der Zeit. Ich habe vergessen, dass die Hochzeit heute... Weißt du vielleicht, wo Rarity ist? Sie muss die Ärmel meines Anzugs ändern und das muss sie sofort tun! Oh, was für ein Glück! Geh vor! Danke! Ich weiß nicht, ob es mir steht. Ganz entzückend! Wieso bringst du mich denn hierher? Rarity würde keinen Huf hier rein... Mann, beim wiehernden Hengst, die haben Style. Gentle Ponys, ich stecke sozusagen in einer Misere und mir ist euer unglaublicher Modestil aufgefallen. Wie ist der Name dieses fantastischen Schneiders? Oh yeah, Mann, sein Name ist ich. Ich? Ein bedauerlicher Name. Nein, Dude, ich meinte, ich nähe meine eigenen Kleidungsstücke. Das tun wir alle, Mann. Dann müssen Sie mir helfen. Dieser Anzug muss geändert werden. Es ist ein Notfall. Sorry, Dude, aber wir spielen hier gleich im Finale. Was ist das für ein Wort, das du dauernd benutzt? Dude? Weiß nicht, Dude, aber rate mal, uns fehlt ein vierter Mann. Also, wenn du für uns spielst, ändern wir deinen Anzug für dich. Tut mir leid, Gentle Ponys, aber ich werde nicht bowlen. Die Splits, die Spares, viel zu viele unbekannte Variablen. Variablen? Worüber redest du denn, Dude? Hau die Kugel geradeaus rein. Moment, geradeaus? In Ordnung. Ich teste die Geradeaus-Technik. Ist vielleicht so verrückt, dass es funktioniert. Wer weiß denn, worüber sie da reden? So wie sie dort alle im Kreis stehen, handelt es sich um ein Freundschaftsproblem oder einen Monsterangriff. Ein Monsterangriff? Wahnsinn! Ich werde heute bei der Hochzeit auftreten und weiß bis jetzt immer noch nicht, was ich dort vortragen soll. Wie soll ich denn noch üben, wenn ein Monster in Ponyville einfällt? Vielleicht ist es ja ein Freundschaftsproblem und in einer halben Stunde ist wieder alles in Ordnung. Oh, ich hoffe doch. Wo ist Pinkie Pie? Ich brauche meine Hochzeitsplanerin! Oh nein! An meinem Hochzeitstag! Irgendein Pony muss mir doch helfen! Du! Ich? Ich muss eine komplette Hochzeit von morgen auf heute verlegen! Kein Pony hat mich gebeten, etwas zu organisieren, seit Twilight hier ist. Also machst du es? Ich war mal die beste Organisatorin von ganz Ponyville. Du kannst darauf wetten. Ah! Los, komm, wir müssen zum Mähnensalon, bevor das Monster ihn platt macht. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Mathilda! Es tut mir so leid wegen der Einladungen. Kann ich irgendetwas für dich tun? Blumen! Du willst Mathildas Blumengestecke schon heute? Das ist grauenhaft! Der Horror! Der Horror! Besteht keine Möglichkeit, es zu schaffen? Mathildas Blumen sind noch nicht mal angekommen. Erst recht nicht arrangiert. Das ist ein Desaster. Okay. Trotzdem danke. Seht doch, Mädels! Der Stier einer der Zinnien ist geknickt! Was? Oh, der Horror! Der Horror! Ich geb's ja zu, als Mathilda sagte, der Saal müsse heute fertig werden, war ich etwas nervös. Ach, mit dir an meiner Seite? Wusste ich, dass wir es pünktlich schaffen. Es geht einfach nichts über eine beste Freundin, oder? Alle.
Alles kann möglich sein, wenn man sich so gut kennt, wie wir uns beide kennen. Was war das? Irgendein Monster greift gerade Ponyville an oder so. Was ist es diesmal? Ein Wesen aus dem Everfree Forest? Ich glaube, so eine Art Bienenbär. Sagtest du Bienenbär? Er hat mich gefunden! Was redest du denn da, Bonbon? Mein Name ist nicht Bonbon. Ich heiße Special Agent Sweetie Drops. Ich arbeite für eine supergeheime Anti-Monster-Einheit in Canterlot. Zumindest bis der Bienenbär vor ein paar Jahren aus Tartarus ausgebrochen ist. Was redest du denn da bitte? Als er entkam, mussten wir die gesamte Einheit auflösen. Jeder letzte Schnipsel an Hinweisen auf die Einheit wurde zerstört. Celestia forderte, alles komplett abzustreiten. Was? Ich fing den Bienenbären. Ich musste hier in Ponyville untertauchen und führe den Namen Bonbon. Ich dachte nicht, dass er mich je finden würde. Aber nun ist es geschehen. Willst du damit etwa sagen, dass unsere Freundschaft auf einer Lüge basiert? Tut mir leid, Lyra. Ich konnte es dir zu deinem eigenen Schutz nicht sagen. Aber die Mittagessen, unsere langen Gespräche, die Bank, auf der wir zusammensaßen, gar nichts davon war echt. Es war alles echt. Du bist meine allerbeste Freundin. Ich muss irgendwo untertauchen, bevor ich dich noch in Gefahr bringe. Wir sehen uns bei der Hochzeit. Na schön, aber darüber sprechen wir später nochmal. Ich brauche den Ring noch heute, egal was es kostet. Solange dadurch keine Extrakosten entstehen. 7:10 Split, Dude. Das Schwierigste des Schwierigsten. Aber wenn du das hinbekommst, gewinnen wir das ganze Finale. Doc! Ich weiß endlich, wie ich alles in Ordnung bringen kann. Das flammenlose Feuerwerk sieht aus wie Blumen. Ich verwende es für die Hochzeit. Was beim wiehernden Hengst? Warte! Warte! Das flammenlose Feuerwerk ist äußerst unberechenbar. Ohne zu wissen, was der Auslöser ist, könnte es jeden Moment in die Luft gehen. Oh nein, ist das ein Bienenbär? Oh, es gibt sicher so vieles, das ich vergesse. Ich hoffe, Cranky denkt auf jeden Fall an die Musikanten. Oh, oh, klappt es denn noch rechtzeitig mit der Mähnenfrisur? Du musst dich entspannen, mein Liebchen. Wir bekommen das alles noch hin. Wir haben sogar schon ein Pony während der Hochzeitszeremonie frisiert. Oh, das stimmt, das stimmt. Dieser Salon ist der beste. Mathilda, ich muss dir was sagen. Ich fühle mich jetzt schon wie ein Teil der Familie. Das tust du? Natürlich. Ich bin Steven Magnet, Crankys bestes Biest. Du bist Steven Magnet? Wen hast du erwartet, den Bienenbär? Ich kenne Cranky schon seit Ewigkeiten. Hat er dir mal von damals erzählt, als er mich aus dem Blitzeissee gerettet hat? Du bist Steven Magnet. Oh, ich weiß, ich weiß. Typisch Cranky, die kleinen Details auszulassen, wie die Tatsache, dass ich, nun ja, ein Seemonster bin. Ach, ich liebe diesen alten Gaul. Tut mir leid, Steven, aber ich habe wirklich angenommen, du wärst ein Pony. Und ich hatte keine Ahnung, dass euch solche großen Abenteuer verbinden. Oh, Herzchen, du kennst nicht mal die Hälfte davon. Aber wenn ich dir was sagen darf, bei allem, was wir zusammen erlebt haben, war ihm eigentlich immer nur eins wichtig, dich zu finden. Wirklich? Ja, und ein Heilmittel gegen Haarausfall. Er ist wirklich liebenswert, nicht wahr? All der Stress, den ich mir selbst zumute, all der Stress, den ich ihm zumute. Das Einzige, das am Ende zählt, ist, dass wir zusammen sind. Die Hochzeit ist nicht so wichtig, sondern die Ehe ist es. Oh, du meine Güte. Wenn du das glaubst, dann kann ich dir auch eine Sehenswürdigkeit verkaufen. All die Ponys, die nach Ponyville kommen, unbequeme Kleider anziehen, eine lange Hochzeitszeremonie ertragen. Meinst du, die interessieren sich für eure Ehe? Schätzchen, die Hochzeit ist das, was zählt. All diese Hochzeitslieder sind so gewöhnlich. Ich hätte so gern, dass diese Hochzeit etwas Besonderes wird.
Danke, aber ich glaube nicht, dass so etwas auf einer Hochzeit angebracht ist. Das ist schon besser. Was ist das Leben? Ist es nicht mehr als eine endlose Suche nach dem Schönheitsfleck? Und was ist ein Schönheitsfleck, wenn nicht die ständige Erinnerung, dass wir alle nur einen Bienenbärenangriff entfernt sind, vom Vergessenwerden? Und was ist mit dem armen Krokodil? Es hat für immer eine blanke Flanke, ist dazu bestimmt, durch den existenziellen Fluss des Lebens zu schwimmen, auf dem Weg zu seinem unbekannten Schicksal? Sowas in der Art könnte funktionieren. Was heißt, du hast es auf dem Tresen stehen lassen? Ich dachte, dass du es mitbringst. Ach, das ist ja wirklich wunderbar. Ich habe das Geschenk von Cadence und Shining Armor besorgt und du wolltest dich um unseres kümmern, schon vergessen? Aber wir können doch nicht mit leeren Hufen zur Hochzeit kommen. Ist schon in Ordnung, er weint immer auf Hochzeiten. Normalerweise aber erst, wenn die Zeremonie anfängt. Das flammenlose Feuerwerk sieht sogar noch besser aus als Blumen. Achtung, Achtung, Ponys, unsere Freunde haben es geschafft. Sie haben den Bienenbären besiegt. Ja! Hey. Hallo. Also, du hast doch nicht mit irgendeinem Pony über meine Geheimidentität hier geredet, oder? Nein, habe ich nicht. Und du bist auch nicht die Einzige mit einem Geheimnis, weißt du? Erinnerst du dich an den importierten Hafer, den du für einen besonderen Anlass aufheben wolltest? Ich habe ihn gekocht und aufgegessen. Und zwar alles. Wie aufregend, jemandem seine dunkelsten Geheimnisse zu verraten. Dazu hat man schließlich eine beste Freundin. Das nächste Mal bringst du dein eigenes Geschenk mit. Und ich meins ebenfalls. Na schön. Da bist du ja. Mein Anzug ist verschwunden und ich hatte nur noch das da in meinem Kleiderschrank. Wie sehe ich aus? Wie 1 Million Goldstücke. Wow, beim wiehernden Hengst. Es wird Zeit. Wir sollten besser reingehen. Allons, hinein. Ich kann's nicht glauben, aber ich habe mein Haar verloren. Es ist mir sowas von peinlich. Die Liebe meines Lebens verdient etwas Besseres. Hab keine Angst, Cranky, mein Lieber. Denn Steve Magnet Snowbart bedeutet deine Rettung.
Oh, danke, mein Freund. Ach, kein Problem. Und jetzt gehst du da rein und heiratest diese Eselin. Nun, sind alle Ponys anwesend? Alle da, Bürgermeisterin. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um einen Bund der Ehe zu schließen. Wenn ich mich hier im Raum umsehe, kann ich mir in etwa vorstellen, wie unwohl sich unser Cranky fühlen muss. Ja. Aber ich sehe auch sehr viele Ponys unterschiedlichster Herkunft, die Liebe zusammengeführt hat. Cranky hat das ganze Land abgesucht, um Mathilda zu finden. Und welche Hindernisse beide auch überwinden mussten, die Liebe hat sie am Ende zueinander geführt, wie sie auch uns alle heute hierher geführt hat. Es ist wirklich beeindruckend, dass eine Geschichte wie Crankys Suche nach Mathilda diesen Raum mit so vielen unterschiedlichen Ponys gefüllt hat. Es lässt einen gewahr werden, dass jedes Pony der Held seiner eigenen Geschichte ist. Und es sind nicht nur die Hauptcharaktere in unseren Geschichten, die das Leben bereichern. Es sind alle Ponys und manche spielen eben große Rollen und andere die kleinen Rollen im Leben. Denn ohne all diese unterschiedlichen Ponys und die heute noch hier sein könnten, wären Crankys und Mathildas Leben nicht so erfüllt und lebhaft, wie es ist. Und nun in Anwesenheit eurer Lieben, Cranky, willst du diese Eselin zu deiner angetrauten Ehefrau nehmen? Da kannst du drauf wetten, das tue ich. Und du, liebe Mathilda, willst du diesen Esel zu deinem angetrauten Ehemann nehmen? Ich will. Es erfüllt mich mit großem Stolz, euch hiermit zu Esel und Eselin zu erklären. Ja! Natürlich! Es braucht Liebe, um zu zünden! Wieso ist mir das nicht eingefallen? Soll ich euch was sagen, Mädels? Wir können uns glücklich schätzen, in dieser Stadt leben zu dürfen. Ich hab euch so lieb! Au! Da hat mich der Bienenbär gestochen! Entschuldige,